Mir ist einfach wichtig, dass wir auch darstellen, dass in der internen Revision Innovationen erforderlich sind, also in vielen internen Revisionen. Manche sind natürlich schon ganz weit vorne, aber manche sind eben auch, haben noch deutlichen Handlungsbedarf. Der Richard Chambers, der bis März Präsident des IIA war, der hat in einer aktuellen Publikation geschrieben, es gibt zwei Optionen für die interne Revision, entweder innovativ sein oder irrelevant werden, um es mal auf den Punkt zu bringen. Und ich glaube, irrelevant werden wollen wir nicht.